Freunde, was habe ich denn noch Schönes euch hier zu zeigen? Und zwar habe ich mir hier mal das Modell Francia, ich hoffe, ihr könnt das sehen, Francia Yukon 7,0 GD, 4,1 Tonnen, Leder, Anhängerkupplung, LED und so weiter rausgesucht. Wir sprechen hier von einem Bruttobetrag von 127.500 Euro. Ich hoffe, ihr könnt grob lesen und sehen, was man dafür geboten bekommt. Jetzt schauen wir uns das Modell einmal von außen an. Ja, schöner Mercedes-Van, Langversion, also sieht zumindest nach der Langversion aus. Wir schauen auch gleich mal, nehmen uns gleich nochmal auf jeden Fall einen kurzen Blick nach innen. Jawohl, Markise auf der ganzen langen Seite von Dometic. Wir nehmen jetzt mal kurz Anhängerkupplung, habe ich hinten auch gesehen. Eine Anhängerkupplung, ausfahrbare Stufe, ein Tisch zum Ausklappen, so dass ich meine Küchenarbeitsplatte noch erweitern kann. Wir haben hier von Dometic einen Gasplattenkocher. Wir haben hier eine Küche mit vielen verschiedenen Verstaumöglichkeiten, Schubladen ohne Ende. Wir haben vor allen Dingen hinten ein richtig, richtig großes Bett mit Verstaumöglichkeiten im unteren Bereich. Wir haben hier einen Tedford-Kühlschrank. Jawohl, Tedford-Kühlschrank, der ist jetzt nur da unten zugeklebt. Mit Styropor noch nagelneu, wollen wir jetzt nicht so dran rumfummeln und irgendwas nachher noch kaputt machen. Also eine große Bettmöglichkeit hier hinten in so einem Van ist schon richtig cool, wenn man da ein vernünftiges, großes Bett hat. Wir haben, wie gesagt, hier die Küche, wie ich gerade schon gezeigt habe, wo wir die Arbeitsplatte durch den ausklappbaren Tisch im Endeffekt noch erweitern können. Wir haben, wenn man hier reinkommt, einen Fernseher, den man rausklappen kann, sodass man den in seine Position bringen kann. Und wir haben hier eine schöne Sitzmöglichkeit mit einem schönen Tisch und natürlich die altbekannte Mercedes-Front. Ja? Beziehungsweise ja, das Cockpit eines Mercedes Sprinter, Van, Bus, wie man das jetzt auch nennen mag. Wir haben hier das Automatikgetriebe. Wir haben hier eine relativ gute Ausstattung, wie ihr erkennen könnt. Und das Cockpit sollte ja den meisten bekannt sein. Dann gehen wir nochmal hier oben. Schränke ist klar. Schränke schön clean. Ne, kann man einfach, ich guck mal gerade. Ah, hier ist ein Taster. Dann drücke ich drauf und dann geht die Klappe auf. So, dann haben wir hier, wir gucken nochmal auf jeden Fall nicht nur hier hinten rein, sondern hier hinten die ganzen Schränke, ist klar. Auch die alle mit einem Druckmechanismus. Ja, ich packe hier hinter und kann öffnen. Wir haben hier ein Fenster links, ein Fenster rechts. Aber ich habe auch noch die Möglichkeit, das ist das Schöne, wenn ich hier einmal die Türe aufmache, dann sehe ich hier ganz klar eine schöne große Dusche. Sogar mit Luke. Ne, man hat immer ein bisschen Feuchtigkeit. Der Dampf, die Luftfeuchtigkeit muss raus. Darum ist es immer sehr, sehr schön, wenn ich dann eine Luke habe, die ich auch mal nach dem Duschen öffnen kann. Hier unten ist die Toilette versteckt. Darüber das Waschbecken. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, Toilette, Waschbecken plus Duschen in dieser kleinen Zelle. Das ist schon gigantisch gelöst. Gut, zwei Haken, damit ich dann meinen Mantel auch noch aufhängen kann hier im Raum. Das ist auch ganz schön. Brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich zeige euch das Modell jetzt nochmal. Ich zeige euch das Modell jetzt nochmal von außen. Und dann schauen wir mal, weil dieses Yukon, diese Modellreihe Yukon, und darum habe ich mir dieses Modell auch gerade hier ausgesucht. Ich zeige das Schild nochmal ganz schnell. Wir gehen nämlich dann zu dem Modell einmal, welches dort hinten steht. Und ich denke mal, dass wir da fast von dem gleichen Modell sprechen. Nur, was fällt euch auf? Wir haben doch hier ganz klar die höhere Variation, oder? Die höhere Variante. Vielleicht haben wir sogar ein 4x4 Modell. Plus, nicht nur, dass die Variante viel, viel höher als dieser hier ist, nicht nur, dass er viel, viel höher ist, sondern wir haben hier oben auch noch ganz klar ein Ausstelldach. Und jetzt schauen wir mal hier auf den Preis. Gut, der Preis ist hier bei 127.000 Euro. Sondern wir haben hier den 4x4. Der ist zwar, glaube ich, nur 6 Meter lang, aber wir haben hier vor allen Dingen die 4x4-Variante. Ja, die 4x4-Variante, zwar einen Meter kürzer ungefähr, ja, aber ich bin hier definitiv, bin ich hier im, für Allrad. Ja, ich bin hier für Allrad im Endeffekt gerüstet, weil ich hier die 4x4-Variante habe. Der Wagen ist höher gelegt, gut, eine rausfahrbare Treppe habe ich auch hier oder Stufe. Ich zeige euch das Modell einfach mal. Auch hier ist wieder für eine Anhängerkupplung, hat man hier gesorgt.
Rückfahrkamera. Ich überlege gerade, ob der andere eine Rückfahrkamera hatte. Gucken wir gleich nochmal. Aber ihr seht, diese Yukon-Serie, hier habe ich die Langversion auch nochmal mit Ausstelldach. Also diese Mercedes Yukon-Serie ist anscheinend sehr, sehr vielfältig und gibt es in verschiedensten Variationen. Etwas kürzer, etwas länger, mit Ausstelldach, ohne Ausstelldach. Also, obwohl, die haben hier zum Teil alle ein Ausstelldach, ich weiß nicht. Nein, dieser, wie gesagt, den wir uns eben angeguckt haben, hat halt kein Ausstelldach. Also es gibt die in verschiedensten Variationen, als Allrad, ohne Ausstelldach, mit Ausstelldach und in verschiedenen Längen. Und das ist das Schöne, was ich euch unbedingt mal zeigen wollte, dass man mit dieser Yukon-Serie, ich sage jetzt einfach mal, da ist für jeden das Richtige dabei. Ihr seht, in verschiedenen Farben dann auch noch erhältlich und das ist einfach das Schöne. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, werdet Abonnent und falls ihr Interesse an so einem Mercedes Yukon habt, verschiedene Längen, verschiedene Ausführungen, findet ihr hier bei Mercedes Heerbrand in Krefeld. Macht's gut, Freunde, und bis im nächsten Video.